Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht die Social Distancing Visitenkarte freischalten könnt, Leute. Ihr braucht hierzu einen Freund und dann müsst ihr auf Firebase Z. Als nächstes müsst ihr in den AFK-Spot am Spawn bei Firebase Z. Wie ihr hier reinkommt, zeige ich euch jetzt auch einmal kurz. Und zwar geht ihr am Spawn ganz in die Ecke, Leute, und pusht euch hier in diese Ecke rein. Wenn ihr das gemacht habt, dann werden euch die Zombies ignorieren und euer Freund kann die Runde bis 20 pushen. Allerdings gibt es hier auch ein paar Risiken, die werde ich euch jetzt auch erklären. Und zwar spawnen rechts an diesem Fenster, wo ihr hier steht, auch Zombies und manchmal greifen die euch an. Nicht oft, Leute, aber manchmal kommt es vor, dass sie euch dann angreifen. Dann nehmt euch lieber am besten auch eine Pumpgun mit zur Sicherheit und wenn da mal ein Zombie spawnt, dann tötet den einfach. Wie ihr hier sehen könnt, spawnt jetzt da ein Zombie und der ist AFK. Im Normalfall ist es auch so, jedoch kann es auch wirklich sein, dass er euch schlägt und das wird euch dann die ganze Mission versauen. Also geht das Risiko nicht ein, nehmt euch die Gallo mit oder ich würde euch sogar empfehlen, nehmt euch die Hauer mit, weil die macht einfach viel mehr Schaden und euer Kollege kann auch Strom nebenbei aktivieren und wenn ihr dann am Ende ein Zombie überlässt, dann könnt ihr sogar eure Waffe punchen. Wie ihr seht, Leute, kam jetzt da ein Zombie raus, der mich geschlagen hat. Genau das meinte ich, um das zu vermeiden, tötet die Zombies einfach, die da rauskommen. Das sind immer vereinzelt welche, das sind auch nicht so viele. Und bevor ich das Video abschließe, möchte ich einmal euch darauf hinweisen, dass ich in diesem Video nicht so oft Leute gesagt habe wie sonst. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass ich mir Mühe gebe. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.